Mathe-Abi 2019 steht vor der Tür und deswegen gibt es von mir jetzt die besten drei Last-Minute-Tipps, die mir letztes Jahr dazu verholfen haben, 1,0, nein, es war vorletztes Jahr schon, aber trotzdem 2017 1,0 in den Abiturprüfungen zu erzielen. Und in Mathe hatte ich eben selbst auch eine glatte 1 und deswegen möchte ich euch heute nochmal mitgeben, was ihr so wirklich in den letzten Tagen noch machen könnt. Allgemein Abiturvorbereitung. Zu Mathe gibt es schon ganz viele Videos auf meinem Kanal, aber in diesem Video geht es ganz genau darum, was du in den allerletzten Tagen, in den letzten 24, 48, 72 Stunden tun kannst und was du am besten tust, damit du schlussendlich auch die optimalste Note noch rausholst. Und dazu gibt es ganz einfach drei Dinge, die es zu beachten gibt. Und zwar, der erste Punkt ist, mach noch Aufgaben. Ja, wenn du in den letzten Tagen bist, dann ist halt nicht mehr, solltest du nicht mehr so viel am Verständnis feilen oder noch irgendwie versuchen, irgendwelche Dinge dir neu anzueignen, sondern es geht nur noch darum, in die Anwendung zu gehen. Mathe ist ein Anwendungsfach und das ist auch die Nummer 1 Sache, in der sich Mathe von allen anderen Fächern unterscheidet und was auch viele leider sogar bis zu ihrer Abiturprüfung nicht verstehen. Ihr müsst in Mathe Aufgaben machen. Es bringt euch nichts, wenn ihr Dinge auswendig gelernt habt oder theoretisch versteht, sondern ihr müsst Aufgaben machen. Und ich hoffe für dich, dass du auch schon Aufgaben gemacht hast und dass du jetzt aber trotzdem auch in den letzten Tagen es noch ein bisschen öfter machst. Ja, mach wirklich auch Abituraufgaben. Mach Aufgaben, die wirklich auch auf einem hohen Niveau sind, wo du merkst, okay, das challenge dich und du auch wirklich merkst, okay, ich bin vorbereitet. Der zweite Punkt ist, wiederhol alles nochmal. Das ist eine Sache, die man ja eigentlich auch ganz am Anfang macht. Ja, ganz am Anfang der Vorbereitung liest du die Sachen überhaupt nochmal durch, eignest dir die Dinge neu an, fängst sie an zu verstehen. Dafür ist jetzt nicht mehr die Zeit, sondern sollst du wirklich nur wiederholen. Das bedeutet, jetzt so vielleicht am drittletzten, am vorletzten Tag, mach da nochmal Aufgaben, ja, dass du da wirklich in der Anwendung drin bist, aber dann mach das auch am Tag davor nicht mehr. Ganz einfach aus dem Grund, weil was du da machen solltest, ist so am vorletzten und vielleicht auch ein bisschen am letzten Tag einfach alles nochmal zu wiederholen. Warum? Du hast es dir angeeignet, du hast es verstanden und du hast es dann auch angewendet. Das heißt, es ist wirklich schon in dir drin und du kannst es wirklich auch schon richtig gut nutzen. Das ist das Allerwichtigste. Jetzt kann es aber unmittelbar vor der Mathe-Abi-Prüfung eher kontraproduktiv sein, wenn du noch mehr Aufgaben machst, weil wenn dann irgendeine Aufgabe kommt, die du dann doch nicht verstehst, kann es wieder für Verunsicherung sorgen. Und das wollen wir nicht. Deswegen, was du möchtest, dir alles nochmal durchzulesen, weil das gibt dir Sicherheit. Du merkst, okay, das ist der ganze Stoff, das sehe ich mir nochmal durch. Wenn du bei irgendwas noch eine kleine Unsicherheit hattest, kannst du es nochmal auffrischen. Und so kannst du dir aber dann wirklich sicher sein, dass du alles parat hast. Und das ist das aller Entscheidendste. Und dann die dritte Sache, die so viel unterschätzen, die dir niemand erzählt und an die leider auch fast niemand denkt. Und zwar die dritte Sache ist, gib deinem Kopf Ruhe. Kaum ein Fach ist kognitiv, also mental, für dein Gehirn so anstrengend für Mathematik, weil es gilt nicht so viel auswendig zu lernen oder Dinge einfach im Kopf zu haben, sondern du musst die ganze Zeit nachdenken, rechnen, rumüberlegen, mathematische Probleme ja auch lösen, zum Beispiel in Geometrie musst du auch ganz viel dir visuell vorstellen. Und dafür ist es unglaublich wichtig, dass dein Kopf für die Prüfung selbst ausgeruht ist. Das heißt, versuch nicht bis ins absolute Dead End zu lernen, also noch in die Nacht rein vor der Abi-Prüfung, außer du bist komplett mit dem Stoff hinterher, dann ist das eine Möglichkeit. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es gerade bei euch aussieht, ob ihr schon sehr gut vorbereitet seid, wie ihr euch fühlt, ob ihr Angst habt, Panik, ob ihr euch drauf freut, dass endlich rum ist, oder ob ihr gerade noch richtig hinterherhinkt und vielleicht jetzt auch verzweifelt dieses Video schreibt. Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare. Denn das Wichtigste ist dann, egal wie es bei dir verläuft, dass du dir Pause gibst. Ja, wirklich so die letzten 16 Stunden, sage ich mal, vor der Abi-Prüfung würde ich wirklich nicht mehr viel rechnen, weil ich würde mir auch nicht mehr viel anschauen, weil du wirst in diesen 4 Stunden, je nachdem, wie lange es bei dir in deinem Bundesland dauert, ich meine, ich habe auch mein Abitur in Bayern geschrieben, da kann es einfach sein, dass es einfach super anstrengend ist. Und es wird auch anstrengend. Und die letzten Aufgaben, die werden es in sich haben. Dann brauchst du einfach alle mentalen, kognitiven Ressourcen, um wirklich auch deine volle Leistung zu bringen. Das heißt, hab nicht das Ziel, noch möglichst viel dir reinzustopfen, bis dann die Prüfung losgeht, sondern hab vor allem das Ziel, möglichst frisch vom Kopf her in die Prüfung zu gehen, weil so schaffst du es dann eben auch wirklich, das Ganze noch, ja, auch wirklich die ganze Prüfung so gut durchzustehen, dass du auch wirklich sagen kannst, hey, ich habe das Maximum rausgeholt. Wenn du weiter noch das Maximum rausholen wirst und du in 2019 eben noch ein Abi schreibst, dann würde ich mich jetzt aber wirklich beeilen, um dich für unser Abitur-Coaching anzumelden. Einfach den Link in der Beschreibung ganz schnell hitten. Wir können dich vielleicht ganz schnell anrufen, um dir noch ganz schnell zu helfen. Aber das musst du wirklich jetzt dann machen. Und ansonsten denkt dran, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube an euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.